Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Heute wieder aus der Rubrik Mama Kügelchen packt aus. Und zwar habe ich mich diesen Monat mal verleiten lassen und habe mir bei Asam Beauty die Wundertüte bestellt. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe das die letzten Monate, Jahre mal verfolgt und beobachtet und fand das schon sehr interessant. Deswegen habe ich mal mein Glück versucht, hatte auch Glück, habe eine ergattern können und wollte jetzt mit euch zusammen das Päckchen mal auspacken. Es war jetzt ein bisschen länger unterwegs. Es sollte schon am Samstag kommen. Heute ist Dienstag und komischerweise, nachdem ich dann gestern mal nachgefragt habe im Kundenservice, wo bleibt denn mein Päckchen, kam dann auf einmal eine neue Meldung, Paket ist unterwegs. Ja, komisch, aber was soll's, es ist jetzt endlich da, ich freue mich sehr. So. Und das ist in so einer Tüte. Und ja, dann gucken wir doch einfach mal gemeinsam da rein. Zusammen dabei war so ein Pröbchen von einer Feuchtigkeitscreme, Hyaluron, Körpercreme, Bodycreme. Ja, auf jeden Fall M. Asam, sehr interessant, die Produkte. Ich benutze ja auch schon ziemlich lange das Magic Finish, bin sehr zufrieden damit und ja, gucke jetzt mal, was denn hier so drinnen ist im Tütchen. Und ja, hol mal das erste raus. Und zwar haben wir hier ein Vitamin C Fresh Dusch Peeling. Ja, cool. Also Vitamin C sowieso. Und Dusch Peeling. Sehr schön. Ist das schön? Ja. Orangenblütenwasser. Geil. Das sieht auch schon so scrubbig aus. So. Also man sieht richtig, dass hier dann schon so leichte, ich sage jetzt mal, Sandkügelchen drin sind. Und dann haben wir auch noch hier ein Vitamin C Reinigungsgel. Okay. Das ist alles noch zugeschweißt. Dann lassen wir das doch erstmal zu, weil ich habe zurzeit noch andere Reinigungsgele im Gebrauch. Deswegen wird das noch nicht genutzt. Ah ja, das habe ich bei anderen auch schon gesehen. Und zwar haben die hier ein... eine Lotion. Chai Latte. Das soll wohl nach Zimt riechen. Also das Latte wäre mir ja noch egal. Also das Milch ist Milch, ne? Soll wohl nach Zimt riechen. Und Zimt ist nicht so meins. Absolut nichts. Deswegen werde ich das mal geschlossen lassen und eventuell eine Verlosungskiste tun. Ich schulde euch ja immer noch eine Verlosung. Aber sie kommt. Ich verspreche es. So, oh, darauf freue ich mich sehr. Von Ahuhu, ein Kollagen Volume Up Shampoo. Kollagen ist ja das Shampoo für dünne, kraftlose und feine Haare mit einem extra an volumenspendenden Wirkstoffen. Ne? Dünn, kraftlos. Auf jeden Fall genau das Richtige für mich. Und ich finde es ultra praktisch mit diesem Pumpspender, dass du dann quasi nur noch, ne, draufdrücken musst und dann hast du das mit die Flasche und dann aufmachen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Was haben wir hier? Oh, eine Intensiv-Ampullenkur von Vino Gold. Da würde ich jetzt gerne mal hinten drauf lesen. Auf jeden Fall was mit Wein. Da ist nämlich eine Weinrebe abgebildet. Intensiv Ampullenkur. Diese parfümfreie Ampullenkur mit einer Kombination aus hochwirksamen Pflanzenextrakten schenkt Feuchtigkeit und verleiht dem Hautbild eine jugendliche Ausstrahlung. Feine Linien und Fältchen werden spürbar gestrafft. Die Haut fühlt sich sofort erfrischt und geglättet an. Vor Gebrauch gut schütteln. Ampulle mit einem Tuch an der markierten Stelle aufbrechen. Verteilen Sie morgens oder abends nach der Reinigung den Inhalt eine Ampulle mit den Fingerspitzen aufs Gesicht, Hals und Dekolleté. Ampulle innerhalb eines Tages aufbrauchen. Verwenden Sie anschließend Ihre gewohnte Pflege. Okay, also mache ich das quasi noch unter der Pflege. Da ist man nämlich immer so unsicher, wie viel Pflege trage ich abends auf. Weil ich habe ja da meine feste Pflege, die ich abends mache. Und ich weiß nicht, ob ich dann da drunter oder da drüber noch mehr Pflege machen kann oder ob ich die Haut dann überpflege. Das ist dann so eine Sache. Aber ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Für sofort jüngere Haut tut man doch direkt was, oder?
So, und dann sehe ich hier, ist hier ein tatsächlich Magic Finish drin. Und zwar der Summertime. Ich befürchte, dass das zu dunkel ist. Ja. Ich hatte mir im Vorfeld schon überlegt, weil ich bei vielen gesehen habe, dass die das Summertime drin haben. Und ich habe ja das normale, das, also nicht das Summertime. Das ist ja dieses hier. Oder ist das auch Summertime? Nö, das ist das normale Magic Finish. Fond de teint. Wobei das hier auch drauf steht, aber hier ist kein Lichtschutzfaktor drin. Nee, dann ist das normale. Und das finde ich ja zum Teil schon zu dunkel. Ja, also deswegen wird das hier wohl in eine Verlosung reingehen. Ja, da dürft ihr überrascht sein, gespannt sein. Auf jeden Fall tun wir das schon mal auf Seite legen und dafür wird es eine Verlosung geben. Genau, dann haben wir schon mal zwei Teile für eine Verlosungskiste. Ja, dann dürft ihr gespannt sein. Ich sammle auf jeden Fall jetzt noch kräftig weiter. Und ja, ich denke, die Wundertüte hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also preislich war sie jetzt bei 34 Euro. Aber allein das kostet ja 25 Euro. Und ja, ich denke, das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Gut, wenn ich jetzt zwei Sachen weitergebe, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich habe dann immer noch so ein Riesen-Package an Shampoo, Reinigungsgel, Body Scrub, auch mit Vitamin C finde ich ganz toll. Und diese Ampullenkur. Ja, gut. Und dann, ne, wie gesagt, ihr dürft gespannt sein, Sneak Peek. Diese zwei wandern in die Verlosungskiste. Gut, dann hoffe ich, hat es euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir dieses Unboxing durchzuführen und anzuschauen und mitzufiebern, was denn in diesem Wundertüte drinne ist. Und ich würde sagen, macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.